Herzlich willkommen zurück, meine lieben Fußball-Wauzis und auch Fußball-Mauzis. Heute geht's gegen Bayer 04 Leverkusen und das Spiel, ja, Freunde, ja, werdet sehen, es ist mal wieder ein Spiel zum Vergessen. Es ging los, es war Anpfiff für Bayer 04 Leverkusen und die legten direkt mal los wie die Feuerwehr. Wir sind da auch direkt, wir springen direkt in die siebte Minute. Da ist Kramer, wird umgetreten von Zambrano, aber auch wie, meine Heber, ja, Gesangsverein. Zum Sami habe ich immer gesagt, mein Sami, du kannst doch nicht immer wie ein Berserker reingehen. Eines Tages kriegst du dafür die Quittung und dann kriegt er sie die gelbe Karte. Und damit ist er natürlich vorbelastet. Das ist natürlich gefährlich für uns, wenn wir da einen haben, der gelb vorbelastet ist, weil natürlich die Gefahr besteht, dass er gelb-rot bekommt. Er ist Außenverteidiger, er ist wichtig für uns und da muss er, aber da muss er hin, aber auch wie, ja, guck mal, ja, das ist einfach nicht schön. Da fehlen mir die Worte und dann ist Freistoß. Çalhanoğlu, der kann natürlich was am Ball. Wird er hier das Ding versenken? Nein, er flankt und da ist Bender. Ja, Latte. War knapp, war knapp. Und wir springen direkt mal weiter in die 37. Alex Meyer wollte auch mal, von dem noch gar nichts gesehen. Und da wird einfach eiskalt umgehauen. Von Brandt, glaube ich, war das. Und das gibt's ja gar nicht. Das ist ja unfassbar, wie der den da umschnödelt. Nee, Papadopoulos war's. Papadopoulos tritt da das Standbein von Alex Meyer weg. Und der will jetzt natürlich auch mal zeigen, dass er auch Freistöße schießen kann. Alex Meyer nimmt Maß. Und Alex Meyer hier sein Freistoßtor schießen, meine Damen und Herren. Ich bin so aufgeregt. Jetzt schieß doch endlich, du dreckiger Penner. Meine Güte, jetzt schießt er und... Ach, ja, gut. Das war ein Freistoß für nichts. Dann sind wir in der zweiten Halbzeit. 53. Minute. Irgendwie kommt der Ball zu Aigner. Aigner, ein Flankenball auf Cutlets. Cutlets, den muss er machen. Cutlets schießt drauf. Wird gehalten. Das Meier! Es sollte heute nicht sein. Wir springen weiter in die 90. Da war es auch schon vorbei. Mehr ist eigentlich auch nicht passiert. Dann war Abpfiff. Nach 93 Minuten und 26 Sekunden, Freunde. Es tut mir leid, war ein sehr torarmes Spiel, auch wenig Chancen, ist nicht viel passiert. War ein ekliges Spiel, war eins zum Vergessen, wie gesagt. Aber ihr wisst wie immer, Bäumchen, Däumchen, Träumchen, freue ich mich trotzdem. Bis zum nächsten Mal, haut da rein und ciao. Gold läuft einfach mal rein in den Fünfer, Gold, dann muss er machen, Gold schießt drauf, wird gehalten von Kral. Und wer steht da? Alex Meyer im Nachschuss, aber was für ein Volley, wunderbar geschossen. Die Achse bis nach Istanbul. Super, dann wünsche ich erstmal einen wunderschönen Buongiorno alle miteinander. Mein Name ist Baumzweig und...